Hallo und herzlich willkommen zurück bei mir auf YouTube. Wir machen weiter mit den Unboxings. Wir haben jetzt den Corsair Vengeance 3000 MHz RAM. DDR4 im Kit sind 2x 8 GB. Und ja, wir schauen mal rein. Wo machen wir auf? Hier oben, da ist wieder das Siegel. Jungfräuliche Hardware öffnen. Eines meiner Lieblingsbeschäftigungen. Na, zärtliche Schütteln hilft nicht, dann biegen wir die Teile mal weg. So, und da haben wir die. In der Verpackung ist sonst nichts weiter drin, wie man sieht. Ist leer. Und ja, hier sind dann die zwei RAM-Riegel. Ich gehe mal ein bisschen näher ran. So, und viel Action war das jetzt auch wieder nicht. Aber wir arbeiten uns ja von den kleineren zu den größeren Sachen vor. Wir haben hier zwei RAM-Riegel. Wenn wir mal gucken, die haben auch schon so eine... Passivkühler. Genau, ein Passivkühler drauf. Und hier stehen nochmal die Spezifikationen. Ich glaube, das kriege ich nicht ganz scharf. Na, ich probiere es mal. Ne, ich glaube nicht. Die Spezifikationen drauf, die sind aber nicht beleuchtet oder irgendwelchen anderen Heckmeck. Da bin ich ganz pragmatisch gewesen. Da reicht mir die ganze fancy Beleuchtung durch GPU und Mainboard schon völlig aus. Da brauche ich jetzt nicht nochmal Beleuchtung durch den RAM. Zwei Stück haben wir, die haben wir jetzt ausgepackt. Ganz kurzes Unboxing und wir gehen weiter zur nächsten Hardware.